Liebe Tierfreunde, auch wenn die Tierwelt in der Warnerheide nicht so spektakulär wie der Wanderfalke oder der Uhu aus meinen letzten Videos ist, so konnte ich doch schöne Aufnahmen von seltenen Tieren wie das Schwarzkehlchen oder der Speer-Azur-Jungfer-Libelle festhalten. Überrascht war ich, als ich einen männlichen Hirschkäfer auf einem Baumstumpf am Wegesrand erblickte. Immerhin ist er der größte europäische Käfer. Der Gesang des Buffings ist laut und nicht zu überhören. Mein Ziel ist das sogenannte Heerfeld in der Warnerheide. In dem kann man das Heidemoor am besten erleben. Dazu habe ich am Parkplatz Altes Camp Altenrad gehalten und bin Richtung Nordosten gegangen. Den Faulbaum-Bläuling hätte ich auf dem Weg fast übersehen. Die Warnerheide liegt direkt neben dem Köln-Bonner Flughafen. Ich hatte gelesen, dass man dort rund 700 gefährdete Tier- und Pflanzenarten finden kann. Die Warnerheide ist das zweitgrößte und artenreichste Naturschutzgebiet Nordrhein-Westfalens. Auch selten gewordene Libellenarten, wie den männlichen Spitzenfleck, der dem großen Blaupfeil ähnlich sieht, gibt es hier zu sehen. Hintergrund für das Artensterben ist einerseits der Rückgang der Moore sowie der hohe Nährstoffgehalt der Gewässer durch Überdüngung. Typisch für Moore ist das Schwarzkehlchen, das auch zu den gefährdeten Arten in Deutschland gehört. Da der Wanderweg parallel zu einem Entwässerungsgraben verläuft, kann man einen großen Teil typischer und seltener Moorpflanzen vom Wegesrand aus bestaunen. Die Balzrufe der Frösche konnte ich deutlich hören. Als ich dann genauer hingesehen habe, konnte ich die Seefrösche im Graben entdecken. Die Libelle mit dem orangen Flecken auf dem Flügel konnte ich leider nicht identifizieren. Über einen Hinweis auf die Libellenart in den Kommentaren würde ich mich freuen. Der Admiral auf dem Weg ignorierte mich. Leider hat er nur kurz seine schönen Flügel ausgebreitet. Die Speer-Azur-Jungfer ist eine seltene Kleinlibelle, die auszusterben droht.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Vielen Dank!